Ah, schön, wie der Sonnenuntergang uns entgegensieht. Und damit hallo, herzlich willkommen zu Horizon Zero Dawn. Mein Name ist der Franconia, schön, dass du da eingeschaltet hast. Wir brauchen Leben, ey, wir brauchen Leben. Hier gibt es einen Stein zum Zusammenglauben. Können wir aber natürlich nicht mitnehmen, ne? Ist klar. 10 Steine, alles was mehr als 10 Steine ist, ist total überbelastet. So, aber ich finde es gut, dass du dann trotzdem noch schnell laufen kannst. Das finde ich hervorragend. War ja bei Witcher 3. Da läufst halt immer recht langsam. Und vor allem bei Skyrim. Fürchterlich, Freunde, fürchterlich. Skyrim, ein sehr, sehr cooles Spiel. Aber ich habe es dann doch weggegeben, weil ich nur überbelastet war. Die Stärksten unter uns sind tot oder verletzt. Die Maschinen drehen komplett durch. Nur die Göttin kann uns jetzt noch retten. Das hast du schön gesagt. So, deswegen bin ich hier, ne? Ui, da ist einer müde und da ist was. Was ist das für Licht? Ich mache das schon, seit ich klein. Ich frage mich, wo hier die Lichtquelle ist von dem, ne? So, können wir bei ich dir. Ich streite mich nicht mit Avant, aber dieses Sonnenkönig-Gequatsche ist wirklich saublöd. Niemand herrscht über mich, glaub mir. Alter. Sollte auf dieses Land nicht. Aber der gibt's bestimmt was Cooles. So, wir gehen jetzt mal zu ihr hin und gucken mal, was die hat. Ach, ah, recht unspektakulär, ne? Wie es ausschaut. Was ist das? Schattenschleuder? Alter. Kristallgeflecht, ey. Leg mir am Arsch. Outfits, was haben wir hier noch? Bayouk Eisjägerin, Mittel. Panzerwandererlinse, Sixtes. Ich hab doch gewusst, die können wir für irgendwas gebrauchen. So, was ist jetzt? Nein! Jetzt ist der Outfitbeutel voll. Herstellen, Tragkapazität, Outfitbeutel. Nein, die verfluchte Fischgräte, wir brauchen Fisch. Bei der Kälte rosten einem die Gelenke weg. Wir brauchen Fisch, hat er gemahnt. So, da ist die nächste Quest, die so auf uns wartet. Auf harte Arbeit und ehrlichen Schweiß. Ui, das können wir wegmachen. Hey, kennst du den schon? So, was Sache ist hier? Metallscherben nehmen wir gerne mit, nehmen wir dankend mit. Mal einen mit Ehren trinken. Endlich mal ein Mann, der weiß, wie man das Leben genießt. Wer genießt das Leben? Ich werde heute Nacht gut schlafen. Was ist das für ein cooler Grill? Die räuchern das, ne? Jo, Mann! Sei gegrüßt. Die räuchern das, das ist mal geil. Ich will auch so einen Grill, hopp. Da machen wir nicht lang rum. Tiefenschärfe, warte mal, Tiefenschärfe könnten wir so machen. Nee, wir lassen das mal aus. Tageszeit, nee, passt soweit. Logo nix, Vignette. Nee, 0000, Vignette aus. Wieso können wir das jetzt nicht ausblenden? Schade, aber der Grill wäre nicht schlecht, ne? Was ist mit dem passiert? Ein paar Kaja sind also ich dachte schon, der ist tot, ne? Sollen sie doch. So, jetzt muss ich niesen gleich. Warte. Oh, verzeih mir. Ah, entschuldige. Ah, ich vergesse das dann auch immer wieder rauszuschneiden. Ne? In ganz Meridian laufen kleine Waldkönige durch die Gegend. So, ihr... Göttin, sei uns gnädig. Lass deine gläubigen Kinder nicht der Vergessenheit anheimfallen. Das haben wir schon. All unsere Lieder verstummen. Na, du hast was gesagt. So, aber wir... Verderbnis ist der Wille der Sonne und wir müssen ihn akzeptieren. Wir nehmen halt die Quest mit hier. Und viele werden sterben. Ui, Hallöchen. Sie nicht die Gera, natürlich. Die Verderbnis klebt an den Maschinen. Kleine Maid, ich bin Gera. Ich betreibe diesen geselligen Ort. Schön, was du draus gemacht hast. Hast du was auf dem Herzen? Bei Öffnung der Kaja-Festung erfuhr ich, dass mein Mann mich gesucht hatte. Doch nur die Nachricht erreichte die Festung, er nicht.
Du hast einen Mann? Kendert. Hab ihn beim Armdrücken gewonnen. Ich ließ ihn zurück, als ich das Anrecht verließ. Ein paar Metallverkäufer sind ihm an der Brücke am Blendbruch begegnet. Und wie du so auf dem Wind gleitest, kleine Maid. Falls ich dort vorbeikomme, suche ich ihn. Aber willst du, dass er dich findet? Kennst du das, wenn man morgens aufwacht und einem alle Antworten fehlen? Trotzdem gehe ich jetzt zur Festung, um Vorräte zu holen. Viel Glück auf deinen Reisen. So, auf alte Freundschaft. Stufe 15, ey, legen wir noch Marsch. So, das Osram, jetzt habe ich schon Osram gelesen. Bierweib Gera will Neuigkeiten über ihren Mann erfahren, der auf seinem Weg zur Jägersiedlung verschwunden ist. Komm, wir markieren es mal. Guck mal auf die Karte. Alter, leg mich am Arsch. Alter, leg mich am Arsch. So, was haben wir hier? Ach, das ist das Drecksbandinenlager. So, hier hatten wir ja soweit alles, ne? Hier ist das Grabhort. Da waren wir ja schon mal, da kommen wir aber aktuell leider nicht hin. Deswegen, wir sind ja hier. Könnten wir eigentlich die Banuk-Figur mitnehmen? Und dann vielleicht auch, Alter. Ja, da haut's den Vogel weg. Da haut's dir doch ein bisschen den Vogeln aus. Aber wir können doch erstmal die Quest machen, diese Banuk-Figur uns holen. Wenn wir schon mal hier. Ah, das Bier war ich besser. So. Was siehst du da oben auf, Musi? Ist doch gar nicht so weit. Hui, hui, hui. Hier ist ein Suck-Suck. Hier müsste es doch dann noch weiter nach oben gehen, oder? Wie kommen wir nun auf? Ja, so kommt man hier langsam in die richtige Richtung. Ich hoffe es doch zumindest. So, dann gehen wir mal darüber. Ja, könnten wir hinkommen. Könnten wir vielleicht hinkommen. Ach, hier rüber, okay. Das dachte ich schon, hä? Was ist das für ein Seil? Leben bräuchte ich. Ah, da unten räuchern's das Fleisch. Ach, das wäre jetzt auch was Leckeres. Hui, so, und haben wir das doch auch gleich. Ja! Feier ich gerade riesig wieder. Sehr schön, die nächste Banuk-Figur. Artefakt, ich benenne dich. Eine Skulptur. Bestimmt von den Banuk. Wie das so halt, ne? Ja, wir haben alle von denen! Ein hölzernes Artefakt, das neben einem Glyphen beschriftetes Stück Pergament als Opfergabe unter einem Stammeszeichen hinterlassen wurde. Selbst solche Artefakte können im Meridian gegen wertvolle Belohnung eingetauscht werden. Und die haben wir jetzt komplett von Z1! So, Tektuk, auf diesem Gipfel benenne ich dich als meinen Sohn, was ich vor meiner Verbannung nicht konnte. Signak, der Häuptling meines Veraks, hielt dein Blut für seines, doch die Wahrheit war so klar wie die Farbe des Himmels. Gemahlen deine Augen in den meinen. Und während ich in diesem fremden Land umherziehe, ist es nicht Signaks Tod, der mich schmerzt, doch noch die Erinnerung an Lili, deine Mutter, und auch nicht der Verlust des schneebedeckten Ban-Ur, meiner Heimat, sondern das Schweigen, das zwischen uns lag, obwohl wir Vater und Sohn hätten sein sollen. Ich male mein Zeichen hier für dich und hinterlasse dir diese Opfergabe, obwohl sie nie die Wärme deiner Hände spüren wird. Oh, das ist tragisch. Aber wurscht, wir haben's. So, ui. Na, das hat ja prima geklappt da. Ui.
Jo, ich freue mich richtig. So, die Frage ist aber, was machen wir jetzt wirklich als nächstes? Die Markierung können wir gepflegt wegtun. Wir wollten ja eigentlich... Was ist das schon wieder? Hier haben wir halt noch was. Wir könnten mal... Auf alte Freundschaft. Wie weit ist die Hauptquest? Also, ne? 15. Das ist auch 15, ne? Aber das ist halt weiter, ne? Begib dich zum Tagturm. Das ist halt näher dran. Das ist halt näher dran. So, dann schauen wir nochmal hier. Jo, hier sind wir richtig. Freunde der Sonne, hier sind wir richtig. Und dann können wir auch gleich da oben auf. Da haben wir eine Metallblume. Und da haben wir nochmal eine Metallblume. Na, siehst du das. Dann hätte ich gesagt, nehmen wir das doch gleich in Angriff. Wir markieren mal gleich am besten die. So, und dann gucken wir mal, dass wir hier runterkommen. Ohne, dass wir da komplett den Haxen treffen. Wir brauchen jetzt, wie gesagt, auch wieder ein bisschen Leben. So, dann laufen wir mal da nur ums Eck. Siehst du, das ist gar nicht so weit weg. Das sind die Kasper, ne? Leben? Ne, ist kein Leben. Könnte nützlich sein, aber ganz schön bitter. Sollst du ja auch nicht roh essen. So, rot ist immer, das habe ich mir jetzt auch schon gemerkt, langsam. Rot ist immer Gesundheit. Lanzenhorn, ist das eine Quest? Da ist sogar noch ein... ist dieses Lanzenhorn eine Quest? Langbein... Nee, aber hier war doch jetzt irgendwo ein Ding. Lagerfeuer, genau. Ui, da war eine Wildsau. So, Jungs, wo seid denn alle? Da kommt ja der nächste Depp. Hey, Trottel! So, Nummer Uno natürlich. Na komm nur her. Komm nur her, mein Freund. Wenn ich was erkläre. Ah, Ruiz! Sonst noch irgendwelche Fragen? So. Hui. Nehmen wir das noch mit. Sehr schön, weil wir so lustig heute sind. Kleine Schnellspeicherung. Wächterherz, nice. Ah, hier haben wir noch Leben.
Ach, ich bin verletzt, ne? So kann ich jetzt das nicht mitnehmen? Plünderer. Gab's da eine Quest? Yeah, Plünderer! Kriegsbogen, Feuere mit Schockpfeilen. Haben wir sowas? Mit Schockpfeilen. Da müssen wir, glaube ich, mal gepflegt ins Inventar gehen. Stolperfalle, Schockpfeile bräuchte ich. Jo, der Kriegsbogen. Wie machen wir das jetzt aber am besten? Einen. Oh. Alter. Freunde der Sonne. Hey Stinky. Yo. Feierabend! Kritischer Treffer, Baby! Yes! Hui! Ja, es hat doch ganz gut geklappt, muss man sagen. Na, aber gut Zeug braucht. Jo, alles mit, was Kamide zahlt hier. Als wolle jemand alles übel wegspülen. Ja, da kann es lang regnen. Da kann es lang regnen, hat er gemeint. So, wir nehmen hier das noch alles gepflegt mit.
So, lala. Dann hätte ich doch gesagt... Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Wir müssen ja theoretisch hier nach oben, ne? Ach, wir können sogar hier hoch. Sehr schön. Eieiei. Aber je höher wir kommen, müsste das sich doch in Schnee umwandeln, oder? Es wird doch hier auch spiegelglatt. Plündere nochmal. Aber hier wächst auch noch ein bisschen Leben, ne? So, jetzt hat es hier wieder aufgehört. Rechte ist, glaube ich, auch nie verkehrt, ne? Hey, Aloy. Und jetzt? Es gibt halt eine auf die Nüsse. Oh oh. Alter. So, Ruhe jetzt. Ja, war jetzt zwar jetzt hier nicht so ganz im Stealth-Modus und wie ich es mir eigentlich erwünscht habe, aber. So viel zum Thema leichtes Gepäck. So, wir nehmen das auf jeden Fall mal mit, was wir können eben. Und dann ist das nochmal so eine Blume. Ich frage mich, ob das. Da muss es doch eine Geschichte geben. Vielleicht, wenn wir hier so ein komplettes Set haben, dass wir dann da herausfinden, was diese Codes, diese einzelnen Wörter, was die zu bedeuten haben. Denn aktuell, muss ich sagen, bin ich hier ganz, ja. Nice! Fotomodus! Yo. Naja, das könnten wir vielleicht auch nehmen. So, entschuldige. Jetzt wird's hier eisig kalt da oben. Wow. Da gehe ich doch mal gleich ins Inventar und wenn wir mal ein Banuk Eisjägerin. Extremen Bedingungen, oder? Überleben schwer. Dann nehmen wir mal die. Jo, wir schauen jetzt so aus. Müssten wir eigentlich. Gut überleben, sage ich jetzt mal.
der schnellste Weg nach unten. Die Metallblume ist da hinten, okay. Ah, wie komme ich jetzt wieder hoch? Alter, das ist ein geiles Thumbnail, ey. Aber ich würde hier gern raus, ne? Ich würde hier irgendwie nach oben nochmal kommen. Und dann würde ich hier wirklich am Gipfel das Thumbnail machen. Ach, jetzt ist die Sonne so blöd weg, ne? So, wo war jetzt die Eisblume? Sägezahn, Schienebuhr. Ach, da ist sie. Nice! Modell 3. Keine gewöhnliche Blume. Wir nehmen es mal auf. Oh, vom Set 3. Yes! Sehr schön. Schade, dass es nicht vom ersten Set ist. Aber naja, wir nehmen es trotzdem mit. Oh, und das ist schon ein bisschen mehr. Codefragment heruntergeladen. Funktion war. Der Wind rauscht durch die Pinien. Doch unten ist kein Hauch zu spüren. Still wie die Moose, die bunten am Boden über den Linien. Der Wurzeln, die sich führen. Die Pinie verliert ihre Toten. Sie sind stumm wie unter dem Meere. Oben, hoch oben, stürmt das Leben unverzagt. Wenn die Wolke Wolken jagt. Und wir gehen voran und fallen wie vom Strauch die Beere. Selbst wir, selbst dann. Funktion war. Ja, also ich muss sagen, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ach komm, den lassen wir mal. Wir sind heute mal lieb zu unseren Gegnern. Gehen wir hier wieder diesen eisigen Weg runter. Begib dich mal nach Meridian. Was? Wir haben doch eine Quest freigeschalten, hat er gemeint. Genau, wir wollen nämlich hierhin, aber questmäßig wollten wir doch zur Tochter, Junge. Questmäßig wollten wir zur Tochter. So, ich weiß jetzt nicht, ob wir hier irgendwie eine kleine, aber feine Abkürzung nehmen können. Es sieht schon grafisch, muss ich sagen. Vorsicht da unten. Ui. Oh oh. Wow, was ist das da drüben? Krass, was ist das da drüben, ey? Ui, naja, das erfahren wir dann morgen. Wir gehen da mal einfach hin morgen. Machen hier mal... Krass, das werden wir morgen sehen. Wir machen jetzt hier mal eine kleine Schnellspeicherung. Und ja, sehen uns dann morgen in aller Frische zu Horizon Zero Dawn in diesem Sinne. Macht's gut. Servus, euer Franconia. Ich bin gespannt, was das ist.